Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute habe ich für euch eine Zeitschrift wieder, und zwar die Lego Ninjago Zeitschrift, und zwar die Ausgabe April hier, Nummer 48, mit einem Booster, mit einer Limi und mit einer limitierten Figur. Ja. Und dann würde ich mal sagen, jetzt kommt erstmal das Intro und dann bis gleich. So, ja. Dann schauen wir mal, den Booster heben wir uns zum Schluss auf. So, dann machen wir hier mal die Figur ganz zarte ab. Geht hier einwandfrei. Ich sag nur Hashtag Panini. Bei den Limis gehen bei Panini immer so schlecht ab. Und hier geht alles so perfekt ab. Also ich verstehe nicht, dass man sich das nicht abgucken kann. Aber egal jetzt. So, das hier muss ich irgendwie abbekommen, sonst kriege ich die Tüten nachher nicht auf. So. Das sieht gut aus. So, die Figur, die heben wir uns auch bis näher auf. So, dann haben wir hier die Limmy, und zwar Mega Power Nya, oder wie der heißt. Ich zeige sie euch gleich. So. Schaut euch das an, wie ganz einfach die abgeht. Zack, nichts dran hier. So, hier ist die Karte. Sieht richtig nice aus. Das ist die Limi LE4. So, die machen wir mal irgendwo hin. So, ich möchte noch jemanden grüßen, und zwar den Leon. Der wollte gegrüßt werden, und sein Kanal heißt, ein Augenblick, Zero I Leon. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Wenn nicht, korrigiere mich. So, dann schauen wir mal in die. Ein Augenblick. Hier ist noch Kleber. Aber das geht einfach ab. So. Dann schauen wir mal in die Zeitschrift. Ja, hier das Extra. Das kommt nachher. Dann haben wir hier Expertenwissen. Schnell, schneller Donnerchat. Dann haben wir hier zwei starke Poster. Hier haben wir den Shuriken Action. Und hier ist. Ja, Ninja steht da, und dann kommen hier die vier Ninjas raus, oder fünf. Ne. Wie sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Ninjas. Dann haben wir noch einen Comic. Dann haben wir die Limi natürlich noch. Die Zeitschrift hat 3,99 € gekostet. So, dann schauen wir mal rein. Das macht mein Masterful nämlich nicht. Der macht nur hier das ab und baut das zusammen. Das war's. Ich zeige euch die ganze Zeitschrift. Ich denke mal, euch interessiert ja auch, was drin steht. So, hier wird schon Werbung gemacht für Lego Batman. Die hatte, glaube ich, Ralle schon gezeigt, die Figur hier. Robin. Wenn ihr wollt, kann ich die auch mal holen und euch zeigen, falls ich sie bekomme. So, dann kommt hier der Inhalt von der Zeitschrift. Dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir Eisenbaron. Drachenjäger, das ist derjenige, wo hier drin ist, in der Tüte. Dann haben wir zerlegte Helden. Also hier muss man schauen, dass man das wieder so richtig zusammenpuzzelt. Dann hier Bauanleitungen, aber ich denke mal, das geht auch so ohne Anleitung. Dann haben wir hier zu viele Ninja. Was muss man da machen? Derselbe Ninja ist zweimal mit Drachenknochen Englinge zu sehen. Wo? Okay. Aus dem Hut gezaubert.
Ah, da muss man die Hüte hier zur richtigen Figur hinzufügen. Dann haben wir hier noch einen Irrgarten. Hier ist wieder Werbung für das Lego Movie Zeitschrift. Oh, hier kommt das Comic schon. Also da gehen wir mal ganz schnell durch. Weil ihr sollt euch ja die Zeitschrift kaufen und nicht hier bei mir lesen. Das machen die ja kein Gewinn mehr. Flucht vor der Oni-Wolke. So, hier kommen jetzt die Poster. Das hier habe ich gemeint mit den 6 Ninjas. Dann haben wir den Weißen hier. Der sieht mal auch nice aus. Shuriken Action. Keine Ahnung. Verstehe nicht. Ist mir egal. Und hier ist die andere Hälfte. Also wie die jetzt alle im Einzelnen heißen, das weiß ich leider nicht. Ich könnte zwar schauen. So, hier kann man ein Abo abschließen, dass man jede Zeitschrift bekommt. Und dazu bekommt man natürlich hier 25 Lego Ninjago Booster. Oh, hier geht der Comic ja noch weiter. Okay. Noch weiter. Noch weiter. Oh, hier ist, glaube ich, Ende. Dann haben wir hier Cole. Meister der Erde. Sehr nice. Hier haben wir Einsatz für den Donnerjet. So, dann haben wir hier. Erzähle deine eigene Geschichte. Wer, wo, Gegner, Partner, womit, was passiert. Okay. Haben wir mit 3 Tricks zum Kartenprofi. Ah, hier wird dann gezeigt, wie man zum Profi wird mit den Karten, also spielen. So, hier wird dann schon Werbung gemacht für die nächste Zeitschrift. Die Oni fallen in Ninjago City ein am 16. April. 16. April, der ist am Dienstag. Wenn ihr wollt, dass ich mir die Zeitschrift hole und euch zeige, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Wenn nicht, dann lasst es. Hier wird auch nochmal Werbung gemacht. Dann hier wird Werbung für... Was sind das hier? Irgendwelche Figuren. Das so Flowpacks oder wie nennt man die? Keine Ahnung. So, legen wir mal zur Seite. So, die Limi habe ich euch ja schon gezeigt, aber warum liegt die so komisch verbogen? Naja. Die kommt ja nachher in die Mappe. So, ich denke mal, wir holen uns mal erst den Booster. Hier ist Drachenjäger drauf. Ist das, steht das auf jedem drauf oder ist das jetzt der Drachenjäger? 5 Trading Cards für dich. Also hier ist nochmals der Barcode. So. Falls ich euch noch nicht gesagt habe, was hier Sache ist. Serie 4 im Überblick. Insgesamt 252 Karten. Also das ist schon relativ okay. Dann haben wir hier, also 5 Karten sind hier in einem Booster drin. Dann haben wir Standardkarten, 61 Charakterkarten, 45 Aktionskarten, 27 Fahrzeugkarten, jetzt seht ihr mich nicht mehr, lol. 27 Puzzlekarten, dann hier die Specialkarten, 26 Holofolienkarten, 6 Drachenmeisterkarten, 32 Kristallkarten, dann hier 16 Ultra Gut versus böse Doppelkarten, eine in jedem vierten Booster. Dann 10 Drachen Doppelkarten, eine in jedem sechsten Booster. 2 goldene Drachen Doppelkarten, eine in jedem 25. Booster. Ja. Ja, und das ist ja alles von Blue Ocean. Aber ich denke mal, ihr wisst das ja. So, eröffnen wir mal das Teil hier. Müll zur Seite. Und dann schauen wir mal.
Hier haben wir schon mal Stolzer Lloyd. Stolzer Lloyd. Dann haben wir hier Fight. Oder wie sie sich nennt. Fight. Könnte es auch heißen. Dann haben wir hier Ninja Go Lloyd. Mit diesem Zug erhalten sie deine Verbündeten plus 10 auf alle Werte für jeden deiner Verbündeten in der Arena. Ziehe eine Karte. So, dann haben wir hier noch. Ich bin Jitsu Nia. Dein Gegner muss eine Karte abwerfen, um eine Aktionskarte zu spielen. Ich kann euch schon mal die Rückseite zeigen, aber da ist nichts Spektakuläres. Und dann haben wir hier noch Power Coal. Ringsrum sind die Werte. Also unten sind 60, rechts ist 84, links ist 79 und oben sind es 58. Sieht richtig nice aus. Also Lego gefällt mir eigentlich. Ich hatte eigentlich früher mehr Playmobil anstatt Lego. So, legen wir mal zur Seite und kümmern uns mal um die limitierte Figur hier. So, dann öffnen wir das Ding mal. Ich habe schon mehrere Figuren, aber ich war zeitlang, habe ich mir die nicht mehr gekauft. Eigentlich schade. Aber naja. Boah, ist ja richtig fest hier. Oh. So. Dann kommt mal raus, ihr Teile. Alles draußen? Nein, fehlt noch was. Jetzt müsste alles draußen sein. Sieht gut aus. Ja. Das machen wir mal hier hin. So. Dann denke ich mal, dass hier erstmal die Füße dran kommen. Zack. Dann kommt hier noch was hier oben drauf. Kommt das so? Oder nein? Kommt, glaube ich, so rum. Dann kommt der Kopf. Der hat nur ein Gesicht. Okay. Die meisten Lego-Figuren haben doch im Moment zwei Gesichter. Kann aber auch sein, dass es bei Lego Ninjago anders ist. So, dann kommt hier noch der Hut drauf. Hut steht ihm gut. So, ich hoffe, er ist richtig rum drauf. Aber wenn, es auch wurscht. So. Dann kommt hier. Gib mir mal deinen Hintern. Das. Wartet. Jetzt muss ich mal schauen. So. Und das müsste dann hier so reingesteckt werden. Jawolski. So. So sieht die Figur dann aus. So. Richtig cool. Ja, das war's mit diesem Video. Falls du auch begrüßt werden möchtest in einem Video, dann schreib es unter die Kommentare. Aber bitte nicht einfach nur grüß mich bitte oder ja, grüß mich bitte reicht auch, aber ich möchte halt, wenn ihr dabei schreibt, ist ein schönes Video oder ja, ihr wisst doch, wie es geht normalerweise. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt schön einen Daumen nach oben. Und falls du nichts verpassen willst von meinem Kanal und dir mein Kanal gefällt, dann lass kostenlos ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.